Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 3. Was? Nein, nein, ich habe mir keinen Stimmenverzerrer gekauft. Es ist heute nur der fünfte Tag meiner Krankheit und ich bin total gut drauf, denn der Höhepunkt ist seit gestern überstanden. Also gestern war wirklich der schlimmste Tag und heute ist es schon deutlich besser geworden. Das heißt, ich werde wieder gesund. Ja, ich bin noch nicht in der Lage, so richtig aufzunehmen und viel zu sagen, aber in dieser Folge wird es ja eh nur ein bisschen ums Kämpfen gehen. Wir haben den West-Ostia Highway und da denke ich, das können wir ruhig mal eben machen, damit es hier in dem Projekt ein bisschen weitergeht. Aber jetzt große, lange Texte übersetzen, dazu bin ich weder geistig noch körperlich imstande. Westtor von Heimdall. Ziemlich viel Fußverkehr hier. Ja, und sogar eine Bushaltestelle. Wenn wir dieser Straße weiter folgen, geht es auch nach Leaves, oder? Ja, aber wenn wir gehen, brauchen wir bestimmt Stunden. Ich glaube, das gesuchte Monster befindet sich an einer weit entfernten Seitenstraße. Irgend so ein Drache, der wird schon heftig sein. Ja, der soll nur kommen. Alles, was wir jetzt tun, noch tun müssen, ist, was wir im Keep gelernt haben, umzusetzen. Ja, das stimmt. Ja, ab und zu weißt du ja tatsächlich mal die richtigen Worte zu wählen. Ich darf nicht zulassen, dass er mich schlägt. Okay, also machen wir uns bereit und gehen rüber. Das ist ja nicht nur dieser Drache, den wir jetzt hier haben, sondern noch so ein bisschen Erkundungsgebiet. Hier sind wir noch nicht gewesen. Ist noch einiges zu tun. Ja. Achso, er will zum Pferderennen. Lassie ist auch da. Oder Whisky. Oh, ihr wollt mir doch sicherlich ein Pferd ausleihen, oder? Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass die Pferde alle so im Stall stehen. Sie konnten sich nicht, oder sie hatten in letzter Zeit nicht mehr genügend Auslauf. Macht es euch was aus, wenn ihr sie mal ausreitet? Nein, überhaupt nicht. Rean borgte sich Pferde aus dem Pferdeclub und wir können jetzt reiten. Wunderbar. Was mit euch? Alles klar, Sabrina. Den Rest überlasse ich dir. Ich glaube, Sabrina ist die, die immer in der Bäckerei Reset gesessen hat, am Tresen. Ja, okay. Ich muss also an alle drei Orte gehen und über Versicherungen reden, richtig? Ich gehe sofort los und komme dann zurück. Ja, und sieh zu, dass du vorsichtig fährst. Du arbeitest ja für eine Versicherungsgesellschaft. Und dennoch bist du immer kurz vor einem Unfall. Ja, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber warum musst du das denn nochmal mir aufs Brot schmieren? Okay. Ach so, genau. Wir haben natürlich wieder einen neuen Tag. Und deshalb habe ich auch neu ausgewürfelt, was die Augments angeht und so. Und nach dem Auswürfeln habe ich mich dann auch entschieden, welche vier Leute die Hauptcharaktere sein sollen. Denn Juna und Altina haben das größte Pech gehabt beim Auswürfeln. Wenn wir jetzt vom Quarz hergehen, hat Rean halt Deva und Gloom erwischt. Ja, ist okay. Also Deva finde ich jetzt nicht so toll, aber immerhin mit Gloom hat er noch was. Bridget und Deva für Kurt. Und Minotaurus und Zephyr für Ash. Minotaurus ist gar nicht so schlecht für ihn, weil er auch relativ viel Stärke hat. Muse hat Scald bekommen für viel Break Damage.
Und Virgo, immerhin hat es noch auf den zweiten Platz geschafft. Virgo ist für sie ein ganz wichtiger Quarz. Altina mit Thor und Kaleido, okay. Und Juna mit Kanon und Oberon. Und bei der Ausrüstung, da sind ja ein paar neue Sachen dazugekommen. Proverbs War zum Beispiel ist ja ein ganz neues Ausrüstungsteil bei uns, hat Rean dann ausgewürfelt bekommen. Crystal Watch ist neu, hat Kurt erwischt. Die Sachen sind alt, also sind natürlich auch Sachen rausgeflogen. Wir haben jetzt in unserem Pool 24 Items, weil wir auch 24 Masterquarze haben. Wir haben Pandora zum Schluss noch bekommen, glaube ich. Aber wir haben ja, ich glaube, 3 neue Sachen gefunden und 2 Sachen mussten deshalb rausfliegen oder irgend sowas. Yellow Emblem Server Packy Badge für Musei, Panzergurgel, Gladiator Belt. Meister Gloves, die sind auch neu. Hier für Juna. Juna ist total auf Defense. Beide Sachen hier, Defense und Art Defense plus 100. Naja, und die beiden Reservecharaktere haben deshalb auch. Haben deshalb auch quarztechnisch hier beide Seraphic Ring bekommen, damit sie dann die anderen Leute noch wieder erwecken können. Ansonsten habe ich den zweiten Domination ausgerüstet. Rean hatte ja schon einen, jetzt hat Ash auch noch einen bekommen. Kleinigkeiten haben sich ja geändert, nichts Wesentliches. So, dann haben wir hier vielleicht noch so eine Kartoffel oder was suchten wir? Ne, Trüffel. Trüffel war das, ne? Wir sind hier ziemlich nah an den Schienen. Ja, die Hauptlinie nach Lemaire. Als nächstes kommt der Bahnhof Leaves. Wollen wir hier warten und schauen, bis der nächste Zug vorbeikommt? Auch wo wir gerade davon reden. Perfektes Timing. Was für eine perfekte Gelegenheit für ein Foto. Vielleicht mache ich ein Landschaftsfoto für Vivi. Solange ich jetzt nicht den Auslöser drücken muss, geht's ja. Alles klar, das ist doch hübsch geworden. Ich schicke das dann mal Vivi. Mal schauen, ob sie das mag. So, Green. Your reward. So, wahrscheinlich kriegen wir wieder einen Sticker oder sowas als. Ah ne, was haben wir von ihr noch einmal als Belohnung bekommen? Ein Foto auch, ne? Ja, wir haben von ihr mal ein Foto bekommen. Von anderen Leuten. So, dann haben wir eine Truhe. Holy Symbol, braucht kein Mensch. Okay, da unten haben wir Nebenquest. Ich will nur mal eben gucken. Ach komm, den will ich auch mal nehmen. This one's strong. Be careful. 3 BP. Warte mal, dann versuche ich wieder Burst hinzukriegen. Second form, Gale. Now, let's go, everyone. Got it. Yes. Yes. I got this. Achso, und ich habe die Charaktere dicht beieinander gestellt, damit wir auch buffen können und sowas. Ha! Yeah! An opening! It's my turn! Yeah! Good work, everyone! Stats updated. So, wahrscheinlich dürfen wir nicht hin. So, dann gehen wir mal zum grünen Ausrufezeichen. So, hier haben wir noch einen Mondtrüffel gefunden. Was für ein Glück wir doch haben.
fishing spot located. Come to Papa! Come to Papa. Come on! Schwieriger. Oh, jetzt seht ihr mal, wie weit daneben. Also mit meiner Reaktionszeit ist jetzt auch nicht richtig viel zu gewinnen. Come on! Damn, got away! Come to Papa! Got one! Ja. You're mine! Sehr gut. Der ist unangenehm. Den schaffe ich nicht. Doch, gerade noch so. Not a bad catch. Ein Mega-Arowana. Okay. Fast 1,40 Meter lang. Das ist natürlich schon mal eine Leistung. Und U-Material droppt der. Ich bleibe hier noch ein bisschen. Come to Papa! Got one! Oh, it's a fighter! Diesmal ist ein anderer. Pretty big catch. Come to Papa. Got one. Damn, got away. Come to Papa. Got one. You're mine. Not a bad catch. Komm, ich will noch mal diesen dicken fangen. Come to Papa. Got one. Oh, it's a fighter. Couldn't run from me. Come to Papa! Got one! Nein, den will ich nicht. Damn, got away! Come to Papa! Mit dem U-Material. Got one! Nein! Damn, got away! Come to Papa! Got one! Oh, it's a fighter! Genau den. Pretty big catch. Wow, 1,44. 9 Uhr Material, sehr schön, das soll dann reichen. There's a little path to the side. I believe that wanted monster is just beyond there. We're ready to take it on, right? Let's go. That enemy is strong. Please. This one might be worth my time. Second form, Gale! I got this. Ja! Let's go. Strike! There! Keep it up! Yes! Azure wings, shoot! Let's go! Too slow! Not today! Damn it! Not in my watch! Not today! It's my turn! Second form, Gale! I got this.
Sicherheitshalber muss ich das mal machen. Form up! Iron Will Formation! My turn! You're mine! My turn! Strike! There! Keep it up! It's my turn! Azure wings, shoot! My turn! Strike! Let's go! Now! It's mine! Sure. You're mine! It's down! An opening! I'm going! Yeah! Let's go! Sit! Very well. Yeah! It's down! Keep it up! I got this. You're mine! I'm going. Form up! Iron Will Formation! It's my turn. Too slow. Let's go. Yeah. Now. It's mine. This is it. Those were some good moves, Ash. You expect anything else? All right, got it! Ooh, a treasure chest! Was macht der? Das ist auch schön. Muss ich mal ausprobieren. Haltetruhe, würde ich noch mitnehmen. Do be careful, that enemy's strong. Er gibt keine Ruhe, ne? Das ist mir zu riskant, dass er mir in den Rücken läuft. What a passionate foe. Form up, Iron Will Formation. My turn. Yeah. My turn. It's my turn. Gegen was ist der empfindlich? Wind. Haben wir nicht. Achso, wir können das ausprobieren. Für 400 Mana, nee, danke.
It's my turn! Ha! It's down! It's mine! My turn! Ha! It's down! Okay, Schwarzer! Leave it to me! Ha! My turn! Ha! It's down! Keep it up! It's my turn! Ah! It's my turn! Ha! An opening! Not today! Damn it! Let's go! Sit! Now! It's mine! Let's go! It's down! Keep it up! You're quite the shot. I'll do my best to support you. Sehr schön, Pamel Köder. So heilen, ne? Bisschen Heilung muss noch sein. So, dann bin ich mal auf das drachenartige Monster gespannt. Reen scheint die Stimme gekannt zu haben. Ich jetzt nicht. Je schneller eine Entscheidung getroffen wird, desto besser ist sie. Ach, Thomas, du bist es. If I'm going to be eaten, I'd rather it not be in a place like this. Ein zweiköpfiger Drache. Are you here to save me? It's like the goddess herself has come to pluck me out of Gehenna. Please, do away with this vile creature. Es wundert mich, dass Thomas sich nicht alleine verteidigen kann. Er scheint so, er sieht so aus, als könnte er ganz gut alleine zurechtkommen. Oder als ginge es ihm gut. This one might be worth my time. Ja, könnte sein. Mal gucken. Gegen Wasser ist er empfindlich. Ein Cephalosaurus. Achso. Ist Cephalus quasi Kopf. Deshalb zweiköpfig. Also gar kein Drache, ist ein Dino. Also sonst noch Freeze. Oh, Freeze 50, das liebe ich. Ziemlich viele Leute von mir können Freeze. Ich glaube, mit dem können wir Spaß haben. Wenn wir ganz normal handeln hier. Ganz normal ein bisschen zuschlagen. Wir sind so oft dran. Ich mache jetzt mal Windblade am Anfang. Strike! Windblade Formation! Wir wollen ein bisschen Abwechslung haben. Konnte man die delayen?
Ja, auch 20. Ja, dann. Achso. Dann machen wir Gale. Obwohl. Ach komm, wir machen Helix. Wegen Schaden. Also sein erster Schlag macht ja doppelten Schaden. Helix Strike! Darf ich schon was nehmen, was well. Schaden macht? Blind. Seal und Mute. Seal 20, Mute. Ich finde Mute gerade nicht. Okay. Trotzdem machen wir das mal. It's down. Keep it up. I got this. Gut, Ziel hat hier funktioniert. Now. Eat this! Here's dessert! That's what you get for being careless. It's down! An opening! Let's go! Second form, Gale! I'm going! So, was machen wir jetzt? Wir machen mal dieses Art Celebration. Nur mal so aus Spaß. Weil ich mal den neuen Zauber ausprobieren will. Shine! Art Celebration! I'm going! Arcus activate! Very well! So, er war jetzt gerade gesealed, er konnte gar nichts machen. Dann machen wir das mal, weil wir es noch nicht gesehen haben. Let's go! Ne, K.O. Ist er immun? I got this. Sind 1000 noch was Schaden vom Muse. Sehr schön. Yes. Nochmal. Oh doch, 7500 Schaden, immerhin. Klar, ist im Break-Zustand, das heißt, wir machen immer kritischen Schaden, aber trotzdem ganz ordentlich. Für Kurt, da muss man auch bedenken. It's my turn. Ich will den einfach mal sehen, Lost Genesis, auch wenn er jetzt überhaupt keinen Schaden macht. Arcus, activate! My turn! Arcus, activate! My turn.
Marcus, activate! It's my turn. Yeah. Sieht schon cool aus. Ach, mach doch nochmal Schaden. Das 50% K.O. ist einfach nur mal zusätzlich. Trotzdem nochmal 9000 Schaden. Ist nicht schlecht. Ja! It's down! It's mine! Huh. Is that all? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oh, aber ein schöner Quarz, den ich noch nicht kenne. Auf jeden Fall ein seltener. Not too shabby. Nicht übel. All our training in the keep is paying dividends. Unser Training im Keep hat sich ausgezahlt. You saved me. Ach, erzähl doch nichts, Thomas. Du hast doch Mittel und Wege, dich selbst zu verteidigen. We're just glad you're okay. You're not injured, are you? Oh, no, not at all. Thanks to your prompt response to my high-pitched wails for assistance. Nein, mir ist zum Glück nichts passiert, weil ihr so schnell reagiert habt nach meinen kreischenden Schreien. So, what are you doing here, Instructor Thomas? Was machst du denn hier, Ausbilder Thomas? Oh, is that Reen I spy? One of my eager young pupils. Ist das nicht etwa mein kleiner Reen, den ich da sehe? Einer meiner früheren fleißigen Schüler? It has been an age, hasn't it? I heard through the grapevine that you started work at Thor's branch campus. Es muss ja Äonen her sein, oder? Ich habe Gerüchte gehört, dass du jetzt Arbeit als Lehrer auf der Zweigstelle arbeitest. Huh? Did you say instructor? So does that mean Instructor Reen knows him from... Kennt Ausbilder Reen diesen Mann also? Precisely! Genau. Ja, da steht auch. It is a pleasure to meet you, young members of the new Class 7. Komisch, dass da jetzt Ex-Ausbilder steht und nicht Dominion. Aber gut, der ist ja beides. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, junge Mitglieder der neuen Klasse 7. I am the former history instructor of Thor's main campus, Thomas Lysander. Ich bin der frühere Geschichtslehrer von der Hauptstelle, Thomas Lysander. Currently I'm stretching my wings a little and doing some work as a freelance historian. Momentan strecke ich meine Flügel ein wenig aus und arbeite als freiberuflicher Historiker. Vielleicht will er ein Buch schreiben oder so. Ich verstehe, also nachdem du aus der Hauptstelle weg bist, hast du angefangen zu reisen. Ja, so historisch wertvolle Orte habe ich besucht, aber nach 4 Monaten ist mir das Geld ausgegangen. Und ich wollte jetzt nicht zu Fuß zurück in die Hauptstadt. Du bist so anders als Professor Lumen. Oh ja, Professor Lumen, wo der Name da gerade nochmal steht. Da wurde ich auch angesprochen. Also ich habe immer mal wieder Hinweise bekommen. Ganz dezenter Natur. Ein Hinweis war nämlich, dass, also am Ende von Kapitel 3, dass wir diese Person, die George Anweisungen gegeben hat, schon mal irgendwo gesehen haben. Und als ich mir die Szenerie nochmal angesehen habe, das ist ja auch was, also das ist mir direkt aufgefallen. Das ist ein bisschen was anderes, wenn man jetzt ein Let's Play macht und dann ganz viele Dinge ganz schnell passieren, man muss dann noch übersetzen, man muss das erzählen, dann entgehen einem bestimmte Sachen, die einem sofort auffallen, wenn man das einfach nur sieht, so zurückgelehnt im Sessel,
keinen Controller in der Hand und einfach nur nett zuhört und dann kann man sich auf ganz neue Sachen konzentrieren. Und diese Person haben wir natürlich gesehen am Ende von Kapitel 3, und zwar war es eben dieser Professor Lumen, meine ich. Also dieser Geologe. Das heißt, der könnte ja, oder scheint ja was mit dem Black Workshop zu tun zu haben. Und dann überlege ich mir, wie viele Professoren kennen wir denn so noch? Und da habe ich mir überlegt, ja Mensch, das könnte Hamilton sein. Also der dritte Lehrling von Professor Epstein. Wir kennen ja Schmidt und Russell. Und dann wäre Hamilton halt der dritte. Aber Hamilton müsste ungefähr wohl auch in dem Alter sein von Schmidt, schätze ich mal. Das heißt, da wäre dieser Professor hier ein bisschen zu jung. Und dann bleibt aber noch eine Person, die es ja auf keinen Fall sein kann. Nämlich Alisas Vater, Franz Reinfort. Der ist ja tot. Aber wie wir in dem Spiel schon festgestellt haben, heißt tot längst nicht, dass eine Person nicht nochmal wieder auftauchen kann. Das heißt, mein Verdacht wäre jetzt in erster Linie, dass es tatsächlich vielleicht Franz Reinfort sein könnte, dass der gar nicht bei dieser Explosion ums Leben gekommen ist, sondern dass er jetzt irgendwie ja, als Ingenieur tätig ist für den Black Workshop in irgendeiner Form. Ja, er ist halt Lehrer an der Kaiserlichen Akademie. Aber wenn du Geschichtsausbilder bist, heißt das, dass du Ausbilder Reen alles beigebracht hast über die Geschichte Erebonias? Also, dazu muss man auch sagen, Thomas ist wirklich ein sehr gebildeter Mann. Das Einzige, was wirklich zum Kotzen bei ihm ist, also weswegen er so unerträglich ist, weil er die ganze Zeit erzählt. Und man selber kommt nicht zu Wort. Er erzählt immer, und das mag ja auch alles Hand und Fuß haben, was er sagt, aber er ist halt so aufdringlich. Und das macht ihn halt ein bisschen lästig. Ansonsten ist er ja vom Herzen her ein guter Kerl. Aber, ja. Und deshalb hat Rian auch viel von ihm gelernt. Also so ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass er jetzt nicht viel von Geschichte weiß. Also er weiß wirklich, also wahrscheinlich ist er einer der am besten informierten Leute in dem Spiel. Also sagen wir mal, von den Leuten, die wir so kennengelernt haben, ist er sicherlich irgendwo in den Top 10, was die Informationen angeht. Also als Dominion hat er sicherlich sehr viel Informationen. Sonst, Leute wie Prinz Oliver sind natürlich auch sehr gut informiert, also da will ich jetzt keine Rangfolge aufstellen, das könnte ich gar nicht. Und der Kanzler ist natürlich auch sehr gut informiert und Vita, aber so all diese Leute gehören sicherlich irgendwo in die Top 10. Ja, das ist wohl so. Ich könnte jetzt auch noch sagen, dass es auch an den Black Records liegt. Ja, ich könnte gar nicht stolzer sein als Ausbilder. Was jetzt die jüngere Geschichte angeht, wir haben jetzt gerade das gesuchte Monster erledigt. Finde ich super, wie Altina immer so aufs Pragmatische zielt. Möchtest du vielleicht mit uns gemeinsam nach Heimdall zurückkehren? Ja, du bist genauso gütig wie Rian. Also, gehen wir nach Heimdall. Ja, aber nicht jetzt. Achso, doch. Ja, können wir ja stimmen. Wir haben jetzt nichts Besonderes zu tun. Es ist jetzt nur unsere Aufgabe gewesen bis Mittag hier. Stimmt, das heißt, wir kriegen ja wahrscheinlich für Nachmittag noch neue Aufgaben. Ja, ihr könnt auch gerne eure Sphero-Bikes benutzen. Ja, wir nehmen die Sphero-Bikes und du das Pferd, Thomas. Ist das okay? Was genau hast du vor? Ach, gar nichts, gar nichts. Das ist nur reiner Zufall. Wie er uns ganz zufällig auch mal gerettet hat. Second among the Dominion, in fact. I stand at the right hand of our leader and am known by some as the Partitioner. Ich bin der Zweite in der Liga der Dominions. Und ich bin die ausführende rechte Hand unseres Anführers. Und man kennt mich auch unter meinem Spitznamen der Partitioner. Also der Teiler. But you already know my real name, of course.
I've never hidden that from you. I am and shall always be Thomas Lysander. Der Chef von Rosine und ein wahrer Gläubiger, also er glaubt wirklich an das Mysterium hinter den Black Records. Also er glaubt, dass was in den Black Records drinsteht, dass das alles wahr ist. Es muss einen Grund dafür geben, dass er sich bislang versteckt gehalten hat. Ja, prima. Da haben wir ein bisschen was erledigt. Ich denke, das reicht dann auch für heute, für meine Aufnahmen. Ich werde morgen dann nochmal versuchen, wie es so läuft, ob ich dann eine Folge aufnehmen kann. Also wundert euch nicht, wenn jetzt nur tröpfchenweise mal noch Folgen kommen. Das, ja, werden wir dann mal gucken. Also bis die Tage dann. Tschüss.